Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. In der Folge, wo wir das erste Mal versuchen werden, oder ich das erste Mal versuchen werde, etwas mit den neuen Ködern zu angeln, die ich mir in der letzten Folge beim Händler beschafft habe. So, erstmal hier noch alles gießen. So, gleich wieder immer Wasser nachfüllen. So, haben wir hier auch noch irgendwo Wasservorrat? Jawohl. Alles klar. Jetzt gucken wir mal, ob die Richtung nach Temperance noch stimmt. Und dann wollte ich auch noch mal in das Buch reingucken. Ich habe mich das letzte Mal so überhaupt gar nicht drauf konzentriert, was jetzt so die Geschichte gewesen ist, die uns nach Temperance führt. Da gucken wir jetzt auch mal rein. Ich glaube, das machen wir jetzt mal. Ganz ohne Vorlesen. So, Varuna Point. Varuna Point hat zu viele Löcher, macht es einfach, sich unbemerkt zu bewegen. Heute habe ich einen Hammer geklaut. Gestern habe ich etwas getrocknetes Fleisch aus dem Vorrat des Vorarbeiters genommen. Es macht weniger Spaß, Essen zu nehmen, da es letztendlich verdirbt. Die Uhr, die ich von dem großmauligen Bohrer bekommen habe, war viel aufregender. Heute Abend will ich etwas noch Besseres ergattern. Okay. Ich hörte sie heute Morgen über mich reden. Sie, boah, ist das hell, ich kann gar nichts sehen. Wahrscheinlich, weil es dunkel wird. Mal rumdrehen. Oder wegen dem Fackelschein. So, heute Morgen hörte ich sie über mich reden. Sie nennen mich den Graber. Gefällt mir langsam. Ich habe mein Versteck verlegt. Es ist jetzt höher auf dem neuen Stockwerk direkt vor ihrer Nase. Der Vorarbeiter beschwert sich über das Fehlen von Kameras. Als Hai? Was? Als was? Ha! Ach so, ha, als wäre das wichtig. Hey, ich habe gelesen, als Hai wäre das wichtig. Ich habe mich gerade gefragt, wofür der Hai die Kameras braucht. Ich würde nicht erwischt werden, selbst wenn die Wände Augen hätten. Na dann, ich fange an, gut darin zu werden. Der Graber. Ach, deswegen folge dem Gehe. Wir haben im letzten Livestream noch überlegt, was könnte das denn heißen? Gehe für der Graber. Ah, da gibt es ja auch noch eine Auszeichnung, glaube ich, die wir nicht haben. Wenn man da irgendwie alles findet, weiß ich nicht, was man da finden muss. Irgendwas. Wir arbeiten nicht mehr an neuen Stockwerken. Alle haben Angst vor dem Graber. Oder nee, nicht dem Graber, dem Grabber, dem Dieb, dem Wegnehmer, dem Graber, dem Grabber. Es ist die Rede davon zu gehen, bevor das Wasser noch höher wird. Zu diesem, wahrscheinlich steigt, nicht wird. Zu diesem anderen Bauprojekt aufbrechen, das von Flößern übernommen wurde. Sie nennen es Utopia. Ah, da ist es wieder, ein Utopia. Ha, die einzige Utopie, die ich brauche, ist genau hier. Ich habe begonnen, den Turm zu sichern. Solange ich lebe, wird niemand meinen Schatz beanspruchen. Niemand wird mein Nest erreichen. Der Grabber. Wenn Leute vorbeikommen, bleiben sie nicht lange. Wieso? Wahrscheinlich, weil ich ständig ihre Sachen klaue. Heute war es ein Mann namens Ruben und ein Junge namens Detto. So schließt sich der Geschichtskreis. Sie gerieten in einen Sturm und brauchten Nachschub. Als sie einschliefen, habe ich eine ganze Reihe von Werkzeugen geklaut. Primitives Zeug, aber trotzdem gut. Am Morgen war sie so ausgeflippt, dass sie sofort davon gesegelt sind. Urkomisch. So lang ist die Geschichte hier auch gar nicht. So, gestern ist ein Mann angekommen, der mit Puppen spricht. Ich fand seine lauten Diskussionen unterhaltsam. Vielleicht vermisse ich die Gesellschaft auch ein bisschen. Der Mann kletterte mit einer Satellitenschüssel hoch in den Kran. Er rief in seinem Funkgerät nach Astrid. Es sah erfolglos aus. Ich habe vielleicht eine seiner Puppen gestohlen. Miranda, ach guck mal, die haben wir auch gefunden. Ist ihr Name. Der Mann ist vor einer Stunde gegangen, nachdem er den ganzen Tag deswegen ausgeflippt war. Ha, heutzutage gibt es so viele seltsame Leute. Ich würde mich heutzutage langweilen, wenn das Hauptlager nicht im Vordergrund meiner Gedanken wäre. Das Wasser hat es mir gestohlen. Ich hätte früher handeln sollen. Jetzt gibt's Ärger. Es ist riskant, sich damit zu befassen, aber es könnte sich lohnen. Der Gedanke nagt an mir. Aber es ist nur ein Hai. Wie schwer könnte es sein? Tja, wie die Geschichte ausgeht mit dem Grabber... Man weiß es nicht. Aber irgendwie fehlt mir jetzt auch so der ganz direkte Bezug zu Temperance. Gut, dass es da weitergeht in der Schnitzeljagd nach Utopia, ist ja klar. Ich nehme mal an, das bedeutet einfach, die Leute von Varuna Point
sind alle nach Temperance gegangen. Alle ja nicht. Man findet ja seit Chapter 3 ja auch an vielen Locations neue Chars, die man mitnimmt, in Anführungszeichen, und als Spielfigur auswählen kann. Die erste gab es am Funkturm. Vielleicht gucke ich bei Gelegenheit auch mal, wo es die anderen gibt, wohin ich eventuell zurück müsste, um die auch freizuschalten. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt haben wir zumindest auch mal hier einen Blick in die Geschichte geworfen. Da ist noch eine kleine Insel. Im Grunde können wir doch da hinfahren und ja, Nachtangeln machen von der Insel. Eine spontane Idee. Ja, Nachtangeln, nicht Nacktangeln. Ich bin sehr gespannt. Mit dem Köder müssten ja jetzt auch andere Fische beißen. Der Inselangler. Haben wir hier eine schöne Stelle, irgendeinen kleinen Strand oder so? Hier so. Schön schaut's aus mit dem Mond über dem Raft. Gut. Angel, Köder auswählen. Guck mal, jetzt kann ich sagen, hier. Ach, guck mal, was ist das? Ein Würmchen, ne? Das Würmchen hängt jetzt auch tatsächlich an der Angel dran. Jetzt bin ich gespannt, ob das per se anderes Loot gibt. Was ein scharfer Karpfen. Ich angle erstmal ein bisschen weiter hier. Nicht, dass der Hai noch anbeißt. Dachs angelt. Ein schönes Bild. Na, beißt auch was? Okay, in der Ansicht sehe ich leider nicht, was gebissen hat. Aber gut, einmal machen wir noch. Zup. Vielleicht geht die Sonne wieder auf, dann war es das ohnehin mit dem Nachtangeln. Und ich habe ja auch keine unendliche Anzahl von Ködern. Boah, so tief, wie der da teilweise im Wasser steht, könnte ich die Fische auch mit bloßen Händen fangen. Ein Netzknabberer. Die kann man bestimmt auch grillen. Mit etwas Willen zum Grillen. Und ich glaube, das wäre eine ziemliche Verschwendung. Könnt mich ja mal wissen lassen, wie ihr das seht. Und wenn es euch gefällt, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wollte eigentlich gucken, wie viele Köder ich noch habe, oder? Händler wird wahrscheinlich hier nicht auf der Insel sein, dass ich gleich hingehen könnte mit den Fischileins, ne? Muss mal schnell was essen. Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Schimmergarnele, Rang 1. Schimmert weniger, als man denkt. Netzknabberer. Besser hier als an einem der Netze. Ah ja, Netzknabberer. Subtiler Humor, aber okay. Rang 1, spitz, scharfer Karpfen. So, ich muss was essen. Ich versuche hier so genügsam wie möglich zu sein. So, noch was trinken. So, wie viele Köder haben wir denn noch? Wo sind der Köder? 12 Stück. Okay, wir können auch gleich unterwegs weiter angeln.
guck mal, was es hier noch so auf der Insel gibt. Wo wir noch ein bisschen was in die Müllpresse werfen und dann weiter Richtung Temperance fahren. Was wäre es, wenn hier gleich noch ein Händler drauf gewesen wäre? Um die Fische zu verkaufen. Hä? Achso. Zu doof zum Holzhacken. So. Fahren wir mal weiter. Bisschen was können wir hier noch einsammeln. Das kriegst du mit den Netzen, das kriegst du alleine schon fast gar nicht mehr gemanagt. Gut, erstmal weiterfahren, haben wir die Müllpresse befüllen. Vielleicht auch mal nach den Tieren gucken zwischendurch. Wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Ne, wieder derselbe Ärger. Anker unten gelassen. Na komm. Na, warum? Ah, jetzt plötzlich. Ah, jetzt ja. Vielleicht hing ich irgendwo fest. Ist tatsächlich gar nicht mehr weit. Anglerfreuden. Ich freue mich, dass wir neue Fische haben. Und wenn ich als Fischer für die Fische beim Händler einen gewissen Preis erziele, ist das dann eigentlich Fischerpreis? Ich frage für einen Freund. Und nur damit das klar ist, die Sachen, die Fische, die ich hier reinlege, die sind für einen Händler. So. Oh, Blätter noch da rein. Was noch? Schrott werfe ich da nicht rein. Die Früchte behalte ich selber zum Essen und die Samen. Gut, das läuft ja hier erstmal. Ich werde noch ein bisschen Blätter und Kunststoff noch besorgen. Und den Schrott zurücklegen. So, Blätter, Kunststoff, Schrott. Ein bisschen Blätter. So, Kunststoff. So, dann befülle ich das jetzt noch so weit, wie es geht. Dann angle ich die Köder noch zu Ende. Und dann mal gucken, ob der nächste Halt dann schon Temperance sein wird. So, voll. Für die Fische machen wir mal hier rein.
Aber erst gleich, wenn die Köder weg sind. Wie viel habe ich noch? 12. Da hinten wäre irgendwas. Gut, nicht dramatisch. Wir sind akut nicht drauf angewiesen. Sag ich jetzt mal. Nicht, dass wir dann, wenn wir bei Temperance ankommen, irgendein Material in Massen brauchen. Und uns das nicht zur Verfügung steht. Möglich ist es. Sieht schon wieder nach schlechtem Wetter aus, die Möwen fliegen tief. Nicht, dass es nicht auch dunkle Wolken geben würde gerade. Ja, die Fischerfreuden. Mal schauen, ob wir vor Temperance... Es schneit. Es schneit. Wir sind irgendwie in eine andere Temperaturzone gefahren. Es schneit. Was ist denn hier los? Nicht, dass gleich noch das Meer zufriert. So, 6 Köder sind noch da. Die lasse ich auch mal da. Vielleicht will ja von der Crew noch jemand angeln. Mal. Ich muss erstmal gucken, wo wir sind. Meter. Das ist noch ein bisschen. Was ist denn das da hinten? Sind schon noch ein paar Meter. Ist das Brandung? Ist das Eis? Was ist das? Das will ich aber mal, das will ich mir angucken. Was ist das? Oder ist das der Rand der Welt? Ich bin bekloppt, ne? Der Rand der Welt. Natürlich das Rand der Welt. Erst gedacht, da wäre ein Wal gestrandet oder so. Ich habe da auch was in der Entfernung doch gerade irgendwas auch gesehen. Da. Da, man sieht es, wenn man so ein bisschen von der Seite ranguckt. Seht ihr das links, was sich da so aufbaut? Okay, aber was sich dann da hinten genau aufbaut, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Aber ist das ein Weg? Komm ich da direkt nach Temperance oder was? Wenn man da... Ich werf mal den Anker. Ich schwimme da mal hin. Obwohl ich jetzt ein bisschen Angst habe, dass das Wasser sehr kalt sein könnte. Ach, guck mal. Das ist tatsächlich so eine Art Eisring.
Es ist nicht einfach nur ein Eisring. Das Meer ist gefroren. Und soll ich mal was sagen? Man rutscht sogar. Nicht zu fassen. Ich wollte schon immer auch mal Eisfischen machen. Zählt das schon als Eisfischen hier? Ja, das wird schon Temperance sein. Sieht aus wie ein Kaliber, mindestens in der Größe von Balboa, würde ich schätzen. Ja, was sieht besser aus hier nachher für Thumbnail? Von der Eisscholle? Oder von der Insel? Wahrscheinlich hier so von der Eisscholle, oder? Wo es schon wieder relativ dunkel ist. Mal gucken, wie es hier aussieht, wenn der Mond aufgeht. Geht der Mond auf hier? Ach, guck mal da hinten. Ist das Elmsfeuer? Ja, man sieht da so ein bisschen am Rand. Cool, können wir uns auch irgendwo so drehen, dass... Nein, nicht ins Wasser rutschen. Er rutscht auch tatsächlich von der Fläche ab. Das ist doch ein schönes Bild. Wenn der Mond jetzt noch aufgehen würde. Tolle Kulisse, oder? So, bevor ich mich jetzt aber noch völlig in der Kulisse verliere. Ah komm, jetzt kann ich die zwei Köder auch noch wegangeln hier. Ah, jetzt wäre ich echt, jetzt wäre ich so neugierig, mir das auch mal anzugucken. Naja, wir fahren auf jeden Fall ja noch näher ran in der nächsten Folge, bevor es dann im Livestream wieder weitergeht. Im ewigen Eis. So, alle Köder weg. Können wir wieder zurückschwimmen. Hier nicht kalt. Oh, was geht hier noch vor sich? Batterie ist noch nicht leer. Wir haben hier ein bisschen Währung. So, die Fische. Drei verschiedene. Die Währung packe ich hier mit rein. Ja, eine Angelköder habe ich jetzt keine mehr, sorry. Aber können ja neue kaufen. Da kann sich mein Material echt ranhalten. Ich kann mich da nur wiederholen, was man da so alles reinschmeißen kann. Was für eine Menge. Obacht, ne? Nicht zu viel zu verheizen hier. Jetzt ist auch die Batterie leer. Mehr Material. Unglaublich.
was da alles reingeht. Aber jetzt ist voll. So, den Würfel noch da raus. St. Elmos Feuer. Elmos Feuer. So, okay. Dann hoffe ich doch sehr, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns dann letztendlich Temperance bis auf Tuchfüllung, nähern werden. Bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.